Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe mir letzte Woche, und ich sage es definitiv nicht, weil ich euch ärgern möchte, ich habe mir letzte Woche die Pressekonferenz angeschaut und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich werde dem eine Absage erteilen, weil es kann nicht sein, nur weil ein Bundeskanzler möchte, dass wir alle verpflichtet werden, eine FFP2-Maske zu tragen und dann der Supermarkt Selbstbehalt einfordert. Bei allem Verständnis, ich sehe das nicht ein und muss dessen eine Absage erteilen, weil bevor ich im Supermarkt eine FFP2-Maske kaufe, gehe ich lieber zum Handyautomaten und kaufe mir dort eine. Weil das, was die Regierung hier jetzt aufführt, ist nur schön brav die Gelder aus der Tasche zu ziehen. Und ja, ihr müsst euch das gefallen lassen. Man kann nicht einfach willkürlich in der Pressekonferenz sagen, ja, wir haben mit dem Supermarkt ausgemacht, dass es einen Selbstbehalt gibt. Nichts da, liebe Regierung. Ich erteile euch hiermit eine Absage, weil die Supermärkte dürfen hier nicht dafür zweckentfremdet werden, um ein bisschen Quanta Costa zu verlangen für eine FFP2-Maske. Weil mit Gesundheit sollte man sich generell nicht spielen. Und ich weiß nicht, wie herzlos Sie hier noch vorgehen, aber die Bürger werden irgendwann einmal das Maß bis dahin voll haben und nur sagen, packen Sie Ihre Sachen und treten Sie zurück. Nur schade, dass Sie dem nicht Folge geleistet sind und es ist traurig, wie Sie regieren, weil das, was Sie tun, ist nicht regieren, sondern schikanieren. Und das sollte sich bitte keiner gefallen lassen. Ich lasse mir das schon lange nicht mehr gefallen.